Mein lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind wieder bei unseren Schweden. Wir sind im Jahr 500 vor Christus angekommen. Und eine Sache kann man, glaube ich, jetzt schon feststellen. Während die ersten zwei Zeitalter relativ schnell vorbeigingen und auch die KI dort durchgerauscht ist, befinden wir uns jetzt doch erstaunlich lange in der Eisenzeit. Und wir sehen auch, die KI braucht noch einige Zeit. 7 Runden immerhin. Dann sind die Griechen im nächsten Zeitalter. Und wenn man davon ausgeht, dass es dann auch noch weiter, ich sag mal, skaliert in den nächsten Zeitaltern, ist das eigentlich jetzt ein angenehmes Tempo, dass man nicht zu sehr durchrusht. Zumindest so der Eindruck jetzt. Wir haben das letzte Mal alles unternommen. Ich denke, ich hatte auch nichts übersehen. Ich will auch nichts weiter verändern. Deswegen beenden wir einfach die Runde und gucken erstmal, was passiert. Wir sehen, dass sich hier ein Gebiet erweitert. Die Fische sind jetzt drin. Und wir haben eine Innovation, die sogar mit unserer Tradition, mit unserer Domäne zusammenhängt. Das ist ja cool. Das ist hier so ein Innovations-Event. Schneckenzucht. Schneckenhaus-Sammler aus Schweden haben neue Techniken zur Schneckenzucht entwickelt, um sie als Nahrung zu verwenden und um neue Arten zu züchten. Wir könnten das annehmen. Oh, das ist natürlich ganz cool. Das Problem ist, dass wir diese Schneckenhäuser noch nicht sammeln. Und ich weiß auch nicht, wie sehr wir sie jetzt unbedingt sammeln werden. Aber gut, andererseits, wir kriegen die Boote sehr günstig. Plus 1 Bonusnahrung von Schneckenhäusergütern und plus 1 Bonus Erkundungs-EP von den Farben. Ja, das ist schon stark. Ich würde sagen, das nehmen wir an. Sehr cool. So, ich weiß nicht, warum ich da hingesprungen bin. Ach so, wegen des Erkunders. Ich will jetzt noch was anderes kurz erläutern, was mir nochmal aufgefallen ist, was, glaube ich, auch recht wichtig ist, den Zusammenhang einmal zu sehen. Und zwar habe ich ja jetzt sehr darauf orientiert, immer die Bedürfnisse zu erfüllen, sodass die Städte weiter wachsen können und habe gesagt, dass wir jetzt eigentlich das nächste Mal hier Wohnraum bauen müssen. Aber wenn man sich das mal anschaut, warum macht man das eigentlich? Das hat ja eigentlich nur einen Vorteil, das Wachstum der Städte, nämlich dass mehr Arbeiter da sind, die mehr produzieren können. Aber im Moment ist es ja so, dass wir unser Gebiet noch gar nicht so weit ausgebaut haben, dass neue Arbeiter uns hier wirklich sinnvoll weiterbringen, sondern neue Arbeiter würden im besten Falle hier im Grasland arbeiten und einfach nur plus 2 Nahrung erzeugen, was sie selber wieder verbrauchen. Das heißt, es ist völlig zwecklos, in dieser Situation weiter zu wachsen oder darauf jetzt eine Priorität zu setzen, sondern unsere Priorität müsste es eigentlich sein, den Ausbau der Gebiete weiter voranzutreiben. Dasselbe betrifft Örebro. Hier haben wir 3 Leute, die einfach im Grasland rumhängen und einer im Wald. Das ist alles nicht sehr effizient. Also insofern, und dieser Zusammenhang, der hätte mir auch früher noch schon mal klar werden müssen, sollte man da stärker auf einen Gleichklang zwischen Ausbau des Landes und Bevölkerungswachstum achten. Das bedeutet, dass wir Folgendes in Upplands-Väsby jetzt machen. Erstmal ist das schön, wir haben nämlich dort, wenn ich das richtig sehe, jetzt erstmal einen Tempel abgeschlossen. Das ist schon gut, gibt uns halt nochmal Wissen und Kultur. Aber was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt ein Projekt starten, Arbeiter anwerben. Ich werde jetzt hier nichts weiter bauen, auch wenn die Bibliothek cool wäre, plus 1 Wissen. Und eigentlich bin ich auch neugierig, was den Platz betrifft, was Kunst macht in diesem Spiel. Finde ich sehr faszinierend. Aber vernünftiger ist es, glaube ich, jetzt ein Projekt zu forcieren, nämlich Arbeiter anwerben. Das wandelt unsere Produktion, haben wir jetzt plus 20, nach einem bestimmten Faktor in Verbesserungspunkte um. Okay, hier steht 18 Produktion. Wie auch immer, wir generieren 7,2 und das ist natürlich der Hammer. Damit kriegen wir plus 12 und werden ja vielleicht alle 2 bis 3 Runden eine neue Verbesserung bauen können. Und das werden wir dann so lange machen, bis irgendwas Wichtigeres ansteht oder wir wirklich alle Arbeiter dann auch sinnvoll besser beschäftigt haben. Ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Sache, das jetzt so zu machen. So, die Viruserkrankung ist gestoppt, da bin ich beruhigt, hervorragend. Kultur haben wir jetzt einen Punkt mehr. Bau dauert nur 7 Runden. Was wir jetzt auch bekommen haben, wir haben jetzt wieder 12 Erkundungen und die will ich wieder nutzen für ein Nutzschiff. Und dieses Mal gehen wir dann auch hier zu den Muscheln und werden die abbauen. Und wir haben ja jetzt gemerkt, das bringt jetzt noch zusätzliche Nahrung. So, wird das auch hier, ja, 3 Vermögen, 1 Nahrung. Ist doch eine nette Sache, wobei wir Nahrung natürlich überhaupt kein Problem haben.
Aber gut, sehr schön. Das heißt, wir sollten dann auch irgendwann diese Verbesserung bauen, die das Ganze in Färbemittel umwandelt, damit wir dann auch noch profitieren von dem Erkundungs-EP, den wir haben wollen, weil wir genau, stopp, wir wollen den gar nicht mehr so ganz dringend haben, sehe ich gerade. Wir können ja mit einem EP jetzt das Vermächtnis sogar aktivieren, weil wir 5 Nutzschiffe haben. Hervorragend, das gibt uns nämlich nochmal ein Erkundungs-EP. Perfekt, sehr schön. So, das wiederum bedeutet, dass wir jetzt, und das ist schon sehr stark, wir werden mal in der nächsten Runde müssen, dann 6 Einkommen haben von Erkundung. Prima. Okay, das ist eine schöne Entwicklung, würde ich sagen. Wir werden uns mal hier weiter an die Erkundung des Kontinents... Oh, da ist tatsächlich noch ein Dorf. Na, damit habe ich nicht gerechnet. Sehr schön. Das sind jetzt hier noch die letzten Landzungen. So, hier... ich glaube, du gehst mal weiter hier, damit die dort rausgehen können. Beziehungsweise einer von... Ja, ich glaube, die können sich jetzt nicht mehr bewegen, ne? Ne, müssen wir nächste Runde warten. Ist aber nicht so schlimm. Du kannst trotzdem da liegen bleiben als Galeere. Und jetzt wäre hier schon Runde beenden angesagt. Ja, bei der Regierung warten wir jetzt auf den Siedler und werden dort die Stadt gründen. Das war ja der große Plan. Und Diplomatie ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Aber da brauchen wir noch 30, um gegebenenfalls eine Botschaft zu errichten. Das ist da der nächste Punkt. Okay, passt. Wir werden bald hier im Übrigen ein Chaos-Ereignis bekommen. Wenn wir 100 erreicht haben, dann steigen die Chancen, dass das passieren wird. So. Wir erkunden dann, würde ich sagen, hier das nochmal zu Ende. Ja, vielleicht ist hier auch noch irgendwas Spannendes. So, einer von euch muss jetzt aussteigen. Wassertransport, Speerträger. Okay, ja genau, jetzt sehen wir nämlich genau was. Nämlich einen Speerträger sehe ich auch. Das ist der Armbrustschütze. Sehe ich auch, wer jetzt der erfahrene Mann ist. Ich glaube, das ist der Unerfahrene, der kann ruhig hier hin. Kann ich nicht... Wartet. Ach so, muss ich das machen. Okay, alles klar. Habe ich jetzt den richtigen? Ja. So, die anderen fahren hier weiter und werden dann hier ausgeladen. Das ist schon ein 3-Sterne-Speerträger. Und die kommen hier zurück und dann ist das auch wieder abgesichert. Mal gucken, was das Dorf zu bieten hat. Der örtliche Meister Steinmetz. Dieses Dorf hat einen besonders geschickten Steinmetz. Seine Handwerkskunst ist anders als die in Schweden. Erlaubt dem Meister Steinmetz, Schrein in Schweden zu bauen, bringt uns Kunst-EP oder Ingenieurs-EP. Ich bin einfach super neugierig, was Kunst bringt. Wir nehmen das mal. Damit haben wir jetzt einen neuen Bereich uns erschlossen. Zwar noch kein Wachstum in dem Bereich, aber was bringen Künste? Wir können damit Unruhe reduzieren. Ja, okay. Immigration erhöht die Bevölkerung einer Region um 1. Muss auf eine Regionshauptstadt mit maximal 10 Einwohnern angewendet werden. Okay, das ist ganz cool. Und Kulturexporte fördern. Wähle ein befreundetes, vasalisiertes Territorium, um seinen Wohlstand zu erhöhen. Plus 50%. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da kommen wir nochmal zu diesem Thema. Trelleborg. Inzwischen habe ich erfahren, dass diese Maßnahme, die wir ergriffen haben, das war, glaube ich, oh Gott, das jetzt noch zu finden. Was war es da nochmal? Was hatten wir da nochmal gemacht? Ah, das war, glaube ich, hier Königreichsfähigkeit, ne? Domänenkraftregierung, genau. Forschung in Auftrag geben. Da haben wir ja Trelleborgs Wachstum auf 50% oder Wohlstand auf 50% reduziert. Und im Gegenzug hatten wir Wissen erhalten. Und ich dachte, das wäre pro Runde 2. Aber es war tatsächlich nur einmalig 2. Und dann war es natürlich absolut wirklich keine gute Sache. Das lohnt sich meines Erachtens erst dann, wenn man richtig große Vasallen hat. Oder wohlhabende Vasallen. Ich glaube, der Wohlstand zählt als multiplizierender Faktor. Ich glaube, bei 100% Wohlstand mit 2 Bevölkerung kriegt man 2 Wissenspunkte. Und ich schätze, bei 300% wären es dann 6 Wissenspunkte. Und wenn man dann, nehmen wir mal an, eine Bevölkerung von 5 hat, bei 300% wären das dann schon vermutlich, wenn ich richtig rechne, 15 mal 2, 30 Wissenspunkte. Das kann dann schon interessant sein.
Also in dieser Phase ist das aber auf jeden Fall eine verschwendete Aktion gewesen. So, jetzt ist aber die Frage, wie kann man aus den Vasallen mehr rausholen? Und dazu wiederum ist etwas, was ich auch noch nicht benutzt habe. Dafür sind Händler wohl sehr wichtig, denn die können den Wohlstand eines Vasallens erhöhen. Und damit auch diese Boni, die man jetzt bekommt von so einem Vasallen, die erhöhen sich im Übrigen auch mit der Bevölkerung, auch erhöhen. Insofern, wenn man jetzt so ein Vasallenspiel spielt, sollte man vermutlich sehr stark mit diesen Händlern agieren, um die Vasallen halt immer wirkungsvoller zu machen. Das werden wir aber sicher auch nochmal ausprobieren. Okay, wir haben eine inaktive Region, wir haben Kran abgeschlossen, das heißt, wir kriegen wieder plus 1 Verbesserungspunkte. Aber ich denke, hier werden wir jetzt nicht umwandeln. Wir haben auch nicht so viel Produktion hier. Ich denke, wir werden aber mal ein Arbeiterlager bauen, um unsere Produktion zu verbessern, wobei Tempel und auch Sitz der Macht ist alles sehr, sehr, sehr verlockend. Wir starten mal mit dem Arbeiterlager. So, wir haben 18. Wahrscheinlich werden wir jetzt erinnern, genau, dass ich die Gemeinschaftsunterkünfte bauen wollte. Aber ich hatte ja erläutert, warum ich das im Moment für nicht sinnvoll erachte. Deswegen werde ich jetzt hier als nächstes einen... wir haben nur 18. Wir brauchen aber 19. Ich wollte gerade einen Steinmetz errichten, der hier diese Kalksteine verarbeitet. Aber das können wir dann erst in der nächsten Runde machen. So, und hier Immigration ist ganz cool, aber bei uns nützt uns das jetzt nichts. Wir könnten höchstens eine der Vasallenstädte. Wir können mal ausprobieren, ob das funktioniert, auch auf Vasallenstädte. Aha, ein Vasallenterritorium oder Außenposten kann nicht anvisiert werden. Gut, das heißt nur eigene Städte, in unserem Fall Örebro, aber wir haben ja schon erläutert, warum das nicht sehr sinnvoll ist. Ja, und mit dem Wohlstand ist natürlich attraktiv. Ich bin aber am Überlegen, ob wir Trelleborg jetzt aufgrund dieses Fails mit diesem Wissenstransfer und den 50%, ob wir Trelleborg nicht integrieren dann irgendwann mal. Insofern wäre das vielleicht verschwendete Liebesmühe, das dort zu investieren. Na gut. Okay. Alles klar. Dann machen wir einfach weiter. Wir haben 31 und damit genug, um den nächsten Siedler zu bekommen. Das sollten wir uns jetzt auch nicht entgehen lassen. Der sollte erstellt werden. Und wir werden ihn hier erstellen und dann übers Wasser dorthin bringen. Das ist der Plan. Und ich denke, wir werden ihn mit der Galeere beschützen. So, Siedler. Du kannst aufs Meer. Aber diese Runde nicht mehr segeln. Dann bringen wir aber die Galeere schon mal dahin. Dann sind die gemeinsam unterwegs. Ihr setzt auch Bewegung fort. Offenbar die Deutschen, ja. Da bauen sich die Aggressionen zum Glück nicht weiter auf. Das ist erfreulich. Aber wir haben immer noch an die Gemeinschaftsunterkünfte erinnert. Das muss ich jetzt mal rausnehmen. So, alles klar. Dann ist die Erinnerung entsprechend raus. Aber das ist ganz gut, dass sie da war, weil ich wollte ja hier den Steinmetz bauen. So sieht er aus. Wir gehen mal kurz rein. Er wird mit Sicherheit ja schon hier belegt werden. Sehr schön. Also, das bringt uns 5 Produktionen statt 2 Produktionen. Das ist schon ganz gut. Außerdem noch 2 Vermögen und einmal Ingenieurspunkte. So, solide würde ich sagen. Okay, wir haben noch 11. Bin am Überlegen, was wir hier als nächstes machen. Ich denke, Örebro ist schon der geeignete Ort, hier weiterzumachen. Ich würde eigentlich gerne hier mal die Plantagen entwickeln. Wie war das nochmal? Die Bauernstadt profitiert, glaube ich, auch davon. Ne? Genau, wenn wir da noch eine Plantage bauen. Ich denke, das ist gut. Das läuft über Sammeln Plantage. Erinnern wir uns dran. Ja, sehr schön. Okay. Hier warten wir mal noch. Kultur könnten wir beschleunigen, ist aber jetzt, glaube ich, nicht zwingend nötig. Ah, hier ist was Neues dabei. Propaganda. Reduziert Chaos
in dem eine offizielle Version der Ereignisse verbreitet wird. Das könnte, ich bin mir nicht sicher, wie gefährlich, wie mächtig, wie schwierig diese Chaos-Ereignisse sein werden. Das könnte man erwägen, ob man vielleicht die Kultur diesmal dafür nutzt. Interessant. Eine friedliche Revolution brauchen wir noch nicht, weil wir aktuell keine neue Regierung haben. Das kommt dann, glaube ich, erst im übernächsten Zeitalter. So, hier ist noch einmal Nebel und dann haben wir hier auch alles entdeckt. Und dann stellt sich die Frage, was machen wir mit unseren Erkundern weiter? Warte mal, wir haben doch mit Russland, haben wir doch ein Durchmarscherlaubnis. Das heißt, wir können doch eigentlich problemlos hier hinreiten und weiter erkunden. Finde ich gut, gefällt mir. So, hier sind aber gefährliche Barbaren. Ich werde die mal auf die Schiffe bringen und dann riskanterweise versuchen, das hier noch so ein bisschen zu erkunden. So, das ist unsere Siedlerflotte mit Begleitschutz. Die kann sich weiter bewegen. Und ihr kommt zurück und damit ist die Stadt jetzt wieder einigermaßen anständig gesichert. Falls es zu einem Angriff kommen sollte, werden wir dort neu ausheben. Und wir werden hier erinnert an die Plantage. Wie wunderschön. Die werden wir hier installieren. So, auch hier gucken wir gleich mal. Plantage bringt uns einmal Flachs. Flachs bringt uns erstmal nur Vermögen. Können wir aber natürlich in Tuch umwandeln. Das ist, glaube ich, dann auch mein Plan. Das locken wir auch auf jeden Fall ein. Und wir machen, glaube ich, direkt mal munter weiter. Ah ne, wir haben erst 8. Ich frage mich nämlich, erstens, warte mal, wir gucken uns mal Christianstadt an. Hat sich hier was verändert? Könnte auch in der nächsten Runde erst sein. Ich frage mich, ob man, warte mal, ob die Umwandlung von Flachs und Baumwolle, wenn man es gleichzeitig in der gleichen Weberei machen kann. Aber ich denke schon, weil dann wäre das sehr effizient genutzt. Denn die kostet. Ja, 2 können dort umgewandelt werden. Das gibt uns vor allem Geld. Geld, mit dem wir beschleunigen können. Geld, mit dem wir Diplomatie betreiben können. Das ist vor allem der Hintergrund. So. Jetzt ist die Frage, neues Nutzschiff erstellen und warum kostet es jetzt 12? Haben wir was Besseres zu tun mit unseren Erkundungspunkten? Kundschaft der Territorien beanspruchen sehe ich jetzt alles als nicht so sinnvoll an. Außer wir wollen unbedingt jetzt schnell die Hügel haben. Die sind aber auch bald bei uns. Und hier könnten wir noch verbesserte Nutzschiffe. Verteidigung bringen sie uns. Aber das ist eigentlich nicht so ein großes Thema. Fischereischiffe liefern viel mehr Nahrung. Aber Nahrung ist bei uns hier auch kein Thema. Wir sind bei 200%. Ja, ich würde sagen, dann lasst uns den Reichtum hier einsacken und die Muscheln einsammeln. Ich meine, so viele sind das jetzt auch nicht. Da drüben ist noch eine. Da. Was ich auch noch mal ausprobieren müsste, ob ich mit den Nutzschiffen auch in unserem heimatlichen Territorium abgrasen kann. Das hatte jemand geschrieben. Ich dachte mir, das geht nicht. Aber wir werden es mal ausprobieren. Gut, jetzt haben wir eine Bewegung gemacht. Na, tatsächlich, das kann man auch in Heimatgebieten machen. Das ist natürlich cool. Okay, das ist ja, dann sind die Nutzschiffe ja noch viel besser, als ich dachte. Das ist ja super. Okay, gut, Runde beenden. Da kriegen wir alle 2 Runden neues Nutzschiff und damit auch sehr, sehr viel Geld. Schön. So, was entdecken wir hier? Eine kleine Insel. Hier können wir an Land gehen. Da ist ein Barbarencamp. Da sollten wir schnell wieder abhauen, weil mehr ist dann hier auch nicht. Insofern könnte es auch gefährlich sein, hier rumzuschippern. Aber wir können ja durch russisches Gebiet auffahren. So, tatsächlich, wir können die Güter ehren. Boah, also diese Nutzschiffe sind so stark. Also gerade in Verbindung jetzt mit den Schneckenhäusern. Weil Nahrung bringt uns am Ende irgendwann nichts mehr, ne? Aber Schneckenhäuser schon. Vermögen ist immer gut. Fantastisch.
So, hier einfach Bewegung fortsetzen. Da habt ihr irgendwas gesehen. Und jetzt haben wir die Kultur bereit. Das wäre auch eine interessante Option. Man kann Außenposten umwandeln, wenn sie am eigenen Gebiet angrenzen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel hier einen Außenposten stellen oder da und dann wird das umliegende Gebiet quasi eingemeindet. Oder wir könnten sagen, wir gehen hier hin, dann kriegen wir das noch dazu. Das wäre wahrscheinlich die bessere Verwendung des Pioniers gewesen. Aber jetzt, wo wir so viele Versorgungspunkte bekommen, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht das doch noch nutzen werden. Ah, ich weiß nicht so recht. Ich denke, wir machen erstmal hier weiter und bauen auch hier eine Plantage. So, und langsam wird es jetzt interessant mit dem Wachstum. Weil wir haben jetzt nur noch den einen Typen im Wald. Und tatsächlich ist auch mein Plan hier im Wald noch eine Försterei zu erstellen und dann einen Papiermacher. Das fände ich ganz gut. Und die Frage ist, wie lange wollen wir in Upplands Väsby diese Geschichte aufrechterhalten mit dem Arbeiter anwerben? Da bin ich mir auch nicht so sicher. Hier war auch einer weggegangen, den will ich hier auch wieder raufbringen. Genau. Tja, so, aber wir waren eigentlich beim Thema Kulturkraft. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht cooler, eine Stadt zu gründen, wobei so entscheidend ist das bei einer frischen Stadt, glaube ich, jetzt auch noch nicht, ehrlich gesagt. Wir werden das mal testen, mit Propaganda das Chaos zu reduzieren. Das finde ich ganz gut. Oder wir nehmen Innovation. Ah, schwer. Ich will jetzt einfach mal ausprobieren, wie effektiv das ist, ne? Im Moment plus 4. Mal gucken, wie weit wir das irgendwie reduzieren können. Minus 6. Oh, das ist rückläufig. Oh, das ist nicht schlecht, glaube ich. Okay, gut. Bin ich zufrieden. Minus 10% dann dort. Sehr schön. Dann halt Diplomatie. Wir wären soweit, einen Händler zu erstellen. Oder anders. Aber wisst ihr was? Das finde ich noch cooler. Deutschland, minus 17. Wir werden hier eine Botschaft eröffnen. Das ist für uns jetzt so ein bisschen die größte Gefahr, glaube ich. Und insofern das Sinnvollste, dass wir hier agieren. Im Übrigen auch interessant der Vergleich der Machtbewertung. Schade ist eigentlich, dass es hier nicht aufgeführt wird, dann könnte man das auf einen Blick sehen. Wir vergleichen uns mal mit Russland. Russland, ja, etwas stärker als wir. Deutschland deutlich stärker als wir. Königreich auch deutlich stärker als wir. Ich bin mal nicht sicher, was das bedeutet eigentlich, Machtbewertung. Ist das jetzt nur Militär? Naja, wir öffnen mal hier eine Botschaft. Ach, das ist eine Nachricht, die man sendet. Können Sie das auch ablehnen? Und das wäre ja dumm. Unsere schöne Kulturkraft. So, wir dehnen uns hier aus. Das ist gut. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz hier zu expandieren und Dinge zu bauen. Aber jetzt ist es soweit. Das nächste Zeitalter beginnt. Ich glaube, initiiert von Griechenland. Zeitalter der Könige. Wenn du in diesem Zeitalter eine Burg baust, indem du einen Außenposten spezialisierst, erhältst du einen Kulturbonus. Okay, also man kann Außenposten in Burgen umwandeln, die dann auch Verteidigung bieten. Generiere Kultur pro religiöser Bevölkerung, indem du eine Religion gründest oder ihr beitrittst. Den Weg sind wir bisher gar nicht beschritten, bezweifle, dass wir hier eine Religion gründen werden. Gründe oder tritt einer Religion bei, mit der Kulturkraft Religion gründen oder der Kunst Domänenkraft Religion übernehmen. Ah! Dafür hätte ich vielleicht die Kunstpunkte nutzen sollen. Neue Nationalgeister werden freigeschaltet. Oh ja, das wird dann richtig spannend werden. Und ernsthaft, die haben das abgelehnt und wir haben die Punkte jetzt verschwendet. Das ist ja fies. Okay, das ist natürlich eine heikle Nummer.
An was orientiert man sich dann? Wahrscheinlich muss man gute Beziehungen haben. Ich meinte, minus 10 ist doch jetzt auch nicht so schlecht, oder? In 3 Runden können wir erst wieder diplomatisch agieren. Ach, wie bitter. Okay, wir wollen hier raus und eine Siedlung gründen. Das geht dann erst in der nächsten Runde. Aber immerhin. So, hier wollten wir da weiter erkunden. Hier sollten wir einfach wieder aufs Schiff. Und das war's dann an dieser Stelle. In einer Runde haben wir Bau und dann können wir auch in Richtung des Zeitalters gehen. Ja. So, wir haben wieder 17 Punkte und jetzt die große Frage, wie gehen wir weiter? Also, wir bräuchten hier eigentlich jetzt doch, also hier bräuchten wir jetzt wirklich Wohnraum tatsächlich, weil wir ab jetzt auch wieder sinnvoll wachsen können, beziehungsweise, naja, da müssten wir natürlich nachlegen, aber klar, hier wäre Wohnraum gut. Und insofern, gucken wir mal, wir brauchen dafür die Gemeinschaftsunterkünfte, würde ich sagen. 4 Unruhe können wir hier stemmen, bei minus 9 überhaupt kein Problem. 16 haben wir. Das heißt, wir bauen die. Ich denke, hier hin. So, damit haben wir jetzt sehr schöne Bedürfnisse, 186% und wachsen jetzt deutlich schneller. Das ist gut. Ja, sollten wir hier auf was anderes mal umschwenken zwischenzeitlich. Wobei das mit dem Arbeiteranwerben gefällt mir eigentlich ganz gut. Das bringt uns jetzt eigentlich sehr gut voran. Hier ist auch noch nämlich einiges möglich. Lassen wir das mal. So, Nutzschiff scheint immer teurer zu werden. Gönnen wir uns trotzdem. Ja, zu den nächsten Muscheln. Öffentliche Verbesserungen sind auch nochmal ganz interessant, weil sie uns einfach mal 10 Verbesserungspunkte geben. Kann man auch ganz gut gebrauchen. Naja, okay, alles klar. Die Kunstpunkte hatten wir ja doch nicht verschwendet. Insofern muss ich mir da keine Gedanken machen. Passt. Wir werden eine Runde und gehen in die nächste. Und da haben wir die dritte Technologie hier in der Eisenzeit abgeschlossen. Aber erstmal werden wir hier anlanden, raus aus den Booten und dann auch irgendwie dort weiterreiten. Ihr erntet mal die Schneckenhäuser und ihr gründet die Stadt. Westeros. Okay, sehr schön. Ich denke, die Flotte bleibt hier. Wir brauchen hier eine Verteidigung. Und ich würde sagen, wir nehmen die Kriegsführung, um jetzt hier einfach mal. Warte mal, kriegen wir die auch hier direkt hin? Ja. Um hier einmal zu Verteidigungssperrkämpfer zu haben. Und ihr bleibt auch hier zum Schutz. Ihr reitet weiter durch. Ja, Bewegung bitte fortsetzen. Danach dorthin. Hier bitte Wache halten. Und wir haben jetzt einmal das Katapult. Ja, das ist natürlich dann im Angriff, in der Belagerung wahrscheinlich sehr sinnvoll. Die Katapult-Biräme. Okay, damit kann man wahrscheinlich von See aus Städte angreifen. So würde ich das interpretieren. Die Steinmauern können wir jetzt bauen. Die Steintürme, die uns auch nochmal Erkundungs-EP bringen. So, und ich denke, jetzt sollten wir auf jeden Fall hier weitergehen. 13 Runden bis zum Zeitalter der Könige. Okay. Gut. So, dann schauen wir mal. Können wir mit Punkten irgendwas anfangen? Forschung will ich sein lassen, Kriegsführung auch, Ingenieurkunst bin ich mir nicht ganz sicher und Künste bin ich mir auch nicht sicher. So, gut. Aber wir haben Punkte und ich denke, das nächste, was ich jetzt gerne machen würde, wäre, dass wir dieses hier umwandeln.
Ach, wir stellen gleich zwei Baumwolle her. Okay, das war mir nicht bewusst. Weil jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir Textilien, wenn wir eine Weberei hätten. Das wäre ganz gut. Hier könnten wir immer noch den Lehm umwandeln in Steinblöcke, was uns auch noch wieder Punkte bringt. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich denke, wir machen das erstmal, dass wir Textilien herstellen. Wobei, die Frage ist, mit dem Vermögen, wie können wir das eigentlich sinnvoll jetzt einsetzen? Wir haben echt ein gutes Einkommen. Wir können immer die Kultur, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt mit Geld nach vorne bringen und wir können hier, wenn wir was bauen wollen, mit Geld was forcieren. Ich teste das mal spaßenshalber. Zum Beispiel die Bibliothek. Könnten wir mit 1100 beschleunigen bei 7 Runden? Ja, das ist auch nicht jetzt so nutzbringend. Ich meine, auf diese Art und Weise kann man sich schnell Einheiten kaufen. Ich denke, dafür ist das ganz gut. Deswegen zögere ich so ein bisschen, jetzt die Weberei zu bauen, weil am Ende mehr Geld bringt uns gar nicht so viel mehr. Wir haben jetzt schon plus 25, ist der Hammer. So, was findest du dort? Russischen Außenposten. Weitere russische Städte. Das könnte hier die Hauptstadt werden, die wir da entdecken. Okay, du erkundest da. Ich würde sagen, dann versuchen wir mal hier weiter zu erkunden. Hier ist das Arbeiterlager abgeschlossen worden. Jetzt haben wir hier auch anständige 21 Punkte Produktion. Wenn wir. Der Tempel ist eigentlich zu verlockend, um ihn nicht zu machen, wegen Kultur und Wissen. Ich würde sagen, wir müssen den Tempel jetzt hier machen. Wissen scheint mir jetzt echt wichtig zu sein, dass wir hier nicht zu weit hinterherhängen. Ja. Als nächstes werde ich aber dann mal einen Händler erstellen, nachdem die Sache mit der Botschaft ziemlich gefloppt ist. So, und angesichts der Tatsache, dass ich nicht so richtig zufrieden bin mit dem, was ich mit dem Geld machen kann, werde ich jetzt noch nicht die Weberei herstellen, sondern lieber hier erstmal was. Zum Beispiel Steinarbeit, den Brennofen. Der Lehm umwandelt in diese Punkte und Produktion. So, hier sollte dann aber auch jemand arbeiten. Ah, interessanter war ja gut, aus den Hügeln könnt ihr natürlich weggehen. So, in zwei Runden haben wir Wachstum und interessanterweise haben wir jetzt einen Punkt erreicht. Ah, ich check mal ganz kurz, was passiert, wenn ich hier einen abziehe? Sind wir immer noch bei 200%? Das heißt, wir haben eigentlich nach wie vor keinen Arbeitermangel. Wir brauchen noch nicht mal die Fische eigentlich. Wenn ich jetzt den Thunfisch hier abziehe, sind wir immer noch bei 200%. Das ist ja absolut verrückt. Na, dann brauchen sie doch auch da nicht arbeiten. Okay, das heißt, wir können hier auf jeden Fall weiterentwickeln. Und ich lasse das nochmal mit den Verbesserungspunkten. Oder gibt es irgendwas ganz Dringendes? Aufwerten zu Steintürmen. Nö. Ich glaube, das bringt uns tatsächlich hier jetzt im Moment zumindest am meisten. Schön. Ja. Dann schauen wir mal, ob noch was Gravierendes passiert in nächster Zeit. Hier können die Bewegungen fortgesetzt werden. Ja, kein Problem. Bitte weiterreiten. Das hier ist Neuland, das gucken wir uns mal genau an. Schön, dass wir hier durchreiten können. Kasan. Ist das die russische Hauptstadt? Könnte gut sein, ne? Gut, tatsächlich liegt im Moment nicht mehr an. So, das ist natürlich auch interessant. Satrape rufen. Ich glaube, darauf orientieren wir als nächstes hin. Plus 5% Vasallenwohlstand pro Runde. Das heißt,
der wächst dann automatisch bei den Vasallen an. Und ich meine, jetzt haben wir hier schon zwei in Malmö. Das ist doch schon mal nett. Und die haben tatsächlich sogar was gebaut, Palisadenzäune. Und das Einkommen steigt dadurch. Und wenn jetzt der Wohlstand natürlich jede Runde ansteigt, dann steigt dieses Einkommen natürlich auch mit an. Und dann wird es irgendwann wahrscheinlich auch effektiv, Vasallen zu haben. Wobei ich. Oh, Trelleborg hat auch Palisaden gebaut. Ich bin immer noch. Ich frage mich immer noch, ob es nicht sinnvoll wäre, hier jetzt zu integrieren. Oder wir bleiben bei dem Kurs. Die Frage ist, wenn man jetzt wirklich. Gut, ich sehe gerade ein Feindschiff. Da können wir mal hin. Wenn man jetzt noch eine Stadt integrieren möchte, bei welcher wäre es dann besonders sinnvoll? Wahrscheinlich eine Stadt, die irgendwie eine schöne Umgebung hat. Eine lukrative. Hier, was gegen Trelleborg spricht, ist die Nähe zu Großbritannien und die wachsenden Spannungen, wenn wir hier stark wachsen. So, Westeros hat natürlich ganz nette Ressourcen mit dem Fisch, kann dementsprechend sehr viel Nahrung bekommen. Oh, hier wurde nochmal gesiedelt. Köln. Ach Gott, das heißt, die Spannungen mit Deutschland steigen. Aber das Problem ist, dass natürlich die Landfelder sehr begrenzt sind, wo man dann hier ausbauen kann. Das heißt, eigentlich wäre es am sinnvollsten, wenn wir Malmö wirklich übernehmen. Als nächstes, weil hier kann man noch schön in die Außengebiete wachsen. Hier gibt es immerhin schöne Bäume, da kann man gut Produktion mitmachen. Hier gibt es eine Goldmine, die man nutzen kann. Ein bisschen Fisch da vorne. Ja, ich denke, das könnte jetzt der Plan sein. Das heißt, 38 würden wir da ansparen. Dann könnten wir da vorangehen. Alternative wäre, hier die nächste Kolonie zu gründen, wenn wir auf unserem Seefahrertrip bleiben. Ich hoffe ja, dass wir im nächsten Zeitalter forschungstechnisch dann Überseesegeln entwickeln können, die große Schifffahrt und so. Das wäre auch eine coole Sache. So, das ist ein kleiner Ausblick auf das, was kommen mag, auf die Überlegungen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.